Blades and Soul. Und damit geht ein weiteres MMORPG-Abenteuer an den Start. Free-to-Play-Spiel kam am 19. Januar in Amerika und Europa raus. Gibt's schon seit 2012 in Korea und hierzulande hat man echt heiß drauf gewartet. Ja, und ich sehe mir das Ganze jetzt an. Bin direkt in der Charakterstellung. Das Spiel kommt aus dem Hause NCSoft. Die kennt man vielleicht von Wildstar, ging jetzt auch Free-to-Play. Und ansonsten waren das alle wichtigen Eckdaten vorab. Ich habe das Game schon mal gezockt auf einem anderen Account, bisschen PvP gemacht und muss sagen, Mann, ist das Game gut. Actionreich, hochwertig von der Aufmachung her und definitiv wahrscheinlich was Längerfristiges, so allgemein. 2 Millionen Spieler sind schon dabei, habe ich heute eine Pressemitteilung gelesen. Genau, 4 Rassen gibt's. Das sind die Jin, die Gon, die Lin und die Yun. Und jeweils 3 Klassen, allerdings sind manche doppelt. Also, genau, ich gehe mal durch. Nachtklinge ist hier bei den Jin, da steht immer dran, wichtig ist hier der Anspruch. Schwierig, die Kämpfe sind sowas von actionreich, man kann es fast mit einem Tekken aus der Ego-Perspektive gepaart mit MMORPG vergleichen. Es gibt so Dashes, wie man hier sehen kann, wo ein Gegner dann sozusagen in die Luft katapultiert wird und da kann man dann weitere Kombos ausführen. Und hier sieht man Distanz, das haben dann eher die Magier, da gibt es hier weiter den Klingenmeister, der ist schon ein bisschen schwieriger zu handeln. Eher ohne Gruppenkontrolle, ist so Crowd-Control-mäßig. Verbund. Schwierigkeit der Kontrolle. Höhere Kontrolle bedeutet einfachere Verwendung von Fähigkeiten. So, dann der Kung-Fu-Meister. Das ist die komplizierteste und schwierigste Klasse. Da muss man gute Reaktionen haben und immer im richtigen Moment abblocken und so. Dafür gibt es hier kaum was bei Gruppenkontrolle und Distanz auch nicht so weit. Ja, den haben allerdings, habe ich zumindest bei meinen paar Runden gemerkt, sehr viele Leute im PvP spielen den Kung-Fu-Meister. Und hier eben bei den Gon gibt es dann auch den Kung-Fu-Meister. Hier Experte mit denselben Werten natürlich. Dann der Gewaltenbändiger ist sozusagen der Magier. Agiert aus der Entfernung, hat glaube ich auch fast die größte Distanz. Dafür natürlich Verteidigung und Schutz so gut wie gar nichts. Aber hört sich so an, als wäre diese Klasse für Einsteiger geeignet. Dann der Berserker, noch ein bisschen einfacher zu spielen. Fette Zweihandaxt kann mit einem Schild aber auch Angriffe ein bisschen abwehren. So, und Distanz ist hier echt null. Das heißt, er muss so nahe ran wie nur irgendwie möglich, um hier Angriffe durchzuführen. Dann die süßen kleinen Lin. Ich fand's witzig, ich hatte vorhin diese Einstellung bei Mann und dachte mir, okay, so sieht die Frau aus. Ich klicke mal kurz auf Mann. Wieso geht das nicht? Ist es kaputt? Das ist schon der Mann. Also, da gibt's nicht viel Unterschied jetzt. Okay, bei ihren langen Haaren schon. Ah, auf jeden Fall, da gibt es einmal den Klingentänzer und das ist eine einzigartige Klasse nur für den, zumindest aktuell habe ich da diese Klasse nirgendwo anders gefunden, relativ einsteigerfreundlich und ich muss, Spoiler vorab, sagen, vielleicht wird diese Klasse bei mir. So, dann Beschwörer, ist auch eher Magier-Style, noch einfacher zu spielen sogar und hat ein bisschen was bei der Distanz, Gewaltenbändiger haben wir vorhin schon gesehen, das ist der typische Feuermagier. Dann die Yun sind nur weiblich spielbar, alle anderen jeweils in M und W. Die haben dann einmal hier Klingenmeister am Start, relativ schwierig zu spielen. Kung-Fu-Meister auch, die gibt es glaube ich sogar 3-mal bei Jin, Gon und Yun. So, und dann nochmal Gewaltenbändiger. Also, und meine Wahl würde eben eher auf die Lin fallen mit Klingentänzer. Muss ich sagen, weil ein bisschen Distanz gefällt mir, ein bisschen Crowd Control gefällt mir auch und sehr viel Angriff. Irgendwie so ein Allrounder und vielleicht für mich als Einsteiger, man kann ja mehrere Accounts, also mehrere Klassen nehmen, von daher. Ich denke mal, der wird's. Der wird's auf jeden Fall vom Volk her und jetzt geht's weiter mit der Anpassung. Und da kann ich schon sagen, alter Schwede, bei der Charakterstellung hat man sich da echt ins Zeug gelegt, weshalb ich dieser auch mehr Zeit widmen werde, was ich normalerweise eher nicht so mache. Da klicke ich ein bisschen schneller durch. Aber nur mal so zum Einstieg die Voreinstellungen. Da gibt es ein paar, die komplett anders aussehen. Und die Lin sind also hier auffällig durch ihren Schwanz und ihre Ohren.
So, und wie man auf den kleinen Bildchen da schon anhand dieser Bildchen erkennen kann, da werden noch lustige Voreinstellungen folgen. Vor allem, man muss sich mal den Größenunterschied ansehen. Manche sind hier so riesig bis da nach oben und dann ganz klein. So, und jetzt Achtung. Was passiert hier? Was ist da los? Okay. Ja, aber definitiv sehr, sehr niedlich gemacht. Und auch wenn ich mir hier mal diese Plüschohren ansehe, das sieht schon irgendwie nett aus. Viele Narben, Ohrringe alternativ. Extrem außergewöhnliche Ohren. Und ja, Eichhörnchen-Style, geschlossene Augen. With my eyes closed, wie Athene sagen würde. So, genau. Und das sind nur mal die Voreinstellungen. Dann gibt es hier links noch ein paar Details, die ich für die Charakterstellung da auswählen kann. Erinnert mich ein bisschen so an eine Karte aus Super Smash Bros. So, dann bisschen Herbstfeeling. Eine andere Pose kann ich auch auswählen. Was macht er hier? Genau, tanzen eventuell, nö, Freudenschrei. Oh yeah. Okay, was gibt's noch? Kleidung. Ich kann mir ein paar Itemsets schon mal ansehen. Ach so, okay, doch mit so einem langen Kimono, mit einer längeren Robe. Hätte ich nicht gedacht als Klingentänzer, doch, Klingenmeister oder Klingentänzer? Was bin ich denn? Meistertänzer, das sind auf jeden Fall nicht die typischen Krieger, Magier, Kundschafterklassen, sondern andere Bezeichnungen, die man erstmal lernen muss. Ich dachte, da backt ein Bogen durch meinen Körper rum. So, die Stimmen kann man sich auch auswählen. Ich habe jetzt die Systemstimmen ausgestellt, weil die bei der Charakterstellung andauernd gelabert hat. Ich würde sagen, klein aber tapfer, passt irgendwie so dazu. Übrigens auf Deutsch vertont und das ganze Game auch auf Deutsch. Aber macht eure Festplatte leer, denn das Game hat irgendwie 40 GB oder so, musste ich runterladen und andauernd wird gepatcht. Nichts für schwache Nerven. So, jetzt ist die Frage, ich würde mir gerne mal einfach einen nehmen, den ich so von Haus aus schon mal ganz nett finde und dann einfach weiter anpassen. Wenn man jetzt von der Frisur absieht, dann glaube ich, fände ich den ganz, ganz nett. Oder doch, obwohl der sieht so traurig aus irgendwie. Der, ganz niedlich, so. Nur die Frisur muss geändert werden. Gesichtstyp. Da gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 4, 24 Auswahlmöglichkeiten. Ach, der war das. Ja, der sieht so ein bisschen traurig rein. Nein, das möchte ich nicht haben. Irgendwie alles so kindlich. Plötzlich kommt ein Bart, der ihn direkt irgendwie 50 Jahre älter erscheinen lässt. Wenn ich 20 Jahre alt bin, ich bin 24. Und eine Gesichtscreme verwende, die mich 25 Jahre jünger macht. Überlebe ich das dann? Der hat so ein bisschen ein verstohlenes Grinsen. Ich denke, der wird so. Haut. Haut, Haut, Haut. Gesichtsreflexion. Was ist denn damit gemeint? Da stehe ich gerade auf der Leitung. Ist das hier diese Spiegelung? Ach, in der Tat? Ja, aber das hat doch was mit der Beleuchtung zu tun und nicht bei der Charakterstellung. Hautreflexion. Ich lasse das mal hier so irgendwie. Die Hautfarbe, denke ich, passt auch, so wie sie war. Irgendwie so bisschen nicht ganz so blass, aber genau, Haare. Jetzt wird's interessant. Die müssen dann dementsprechend auch zu den Ohren passen, natürlich bei diesem Volk. Also ich kann mich helfen, aber die Frisuren lassen teilweise auf ein Mädchen schließen. So, die gibt's in jedem MMORPG. Keine Frisur, oh, kein MMORPG ohne diese Frisur. So. Alles klar. Okay, und noch die Koteletten auch dazu. Ich muss sagen, ich hätte auch nichts gegen eine große menschliche Rasse, ein normales Volk, Digon oder so, aber da gab es eben meine gewünschte Klasse nicht. Das ist das Problem. Weil jedes Volk so irgendwie eine einzigartige Klasse hat. Ich kann mich gerade echt nicht entscheiden. Ich denke, es wird das hier. Das ist auch zu Standard irgendwie. Ich belasse es mal hierbei. Vielleicht ändere ich das noch und cutte dann Haarfarbe. Vielleicht mit einem anderen Hintergrund mal ansehen, das Ganze. Ah, okay. So kann man es auch mal
machen. Oder was war das noch? Hatten wir das schon? Jo, hatten wir auch schon. Also, Haarfarbe. Irgendwas Extremes so? Blau. Blaue Haare, blaue Augen. Oder der gelbe Blitz, Cloud Strife. Irgendwie sowas in der Art. Oder weiß. Weiß oder schwarz? Ich muss mir mal die Ohren ansehen. Und Schweif, natürlich Schweif hätte ich das Teil nennen sollen. Und nicht Schwanz, ist ja natürlich ein Schweif. So. Mhm. Alleine schon die Ohren, die sie hierfür designen mussten. Das muss ja auch ein Aufwand gewesen sein für eine einzige Rasse bzw. Volk. Genau, denn die Ohren kann man von der Farbe her, wie es aussieht, nicht anpassen. Das heißt, ich würde zuerst die Ohren wählen und dann weitermachen. Der blaue Fuchs könnte man machen. Oder hier der Firefox. Oder? Ich muss sagen, jetzt so spontan gefällt mir der gerade richtig gut hier. Und dann rote Augen. Moment, das probiere ich mal aus. Haare. Schwarz belassen oder rot? Aber das ist nicht ganz so dieses Rot. Ich bleibe bei Schwarz und jetzt kann ich irgendwo die Gesichtsschmuck, Gesichtsdetails dort bestimmen. Statur mal ganz kurz. Ah, okay. Da gibt es vorgefertigte Versionen, sodass man nicht irgendwie Körperdetails, doch, kann man anpassen. Ich wollte gerade sagen, sodass man nicht irgendwelche extremen Charaktere stellen kann. Ich würde einfach sagen, ich nehme den kleinsten vom kleinen. Wenn das schon eine kleine Rasse ist, dann bleibe ich auch dabei. So, Gesichtsschmuck. Jetzt bin ich mal gespannt. Augen kann man schmücken? Okay. Bisschen teuflisch. So ganz kleine Pupillen und dann rot. Ja, das könnte mir gefallen. Es könnte hinkommen. Oder schwarz. Oder weiß. Oh, nein, das passt aber nicht dazu. Hier, da bleibe ich. Okay, das Weiß der Augen kann ich schwarz machen. Vor allem irgendwie ein Widerspruch. Welche Farbe soll das Weiß der Augen haben? Brauntyp, oh Mann, da geht's ja ab. Da geht's ja mal so richtig ab. Nur die Farbe von dem Braun würde ich vielleicht ein bisschen anpassen wollen. Um ehrlich zu sein, kann man das machen? Farben für Braun und Bart. Ja, natürlich kann man. Schwarz, genau, dafür würde ich mich entscheiden. Wimpern, ach du meine Güte, Schminke, das ist ja eine neue Die Sims Charaktererstellungssimulator. Lidstrichfarbe. Schminktyp. Da tut sich vielleicht bei den männlichen jetzt nicht so viel, aber. Oder müsste ich hier die Stärke auswählen? Egal, das möchte ich jetzt sowieso nicht haben. Lippen, die passen so, oder? Jo, schwarze Lippen. Da tut sich auch nicht viel. Lipgloss, was? So, jetzt bin ich gespannt hier, was es da noch so gibt bei Gesichtsschmuck. Das scheint ja ganz nett auszusehen. Rote Bäckchen. Gibt es hier eine Narbe eventuell? Nö, ich glaube, da bleibe ich einfach plain, oder? Das Symbol passt auch nicht dazu. Hier so ein Mond, nö. Oder diese Narbe. Doch, die passt zum Auge, muss ich sagen. Das könnte mir eventuell gefallen. Nur mit der Augenfarbe bin ich nicht ganz so zufrieden. Es gibt kein echtes Rot. Dann bleibe ich hier bei einer neutralen Farbe, glaube ich. Jo. Die hier oder die? Nein, das ist zu heftig. Jo. Was ist das noch hier? Da kann man jetzt mit Reglern alles individuell auswählen. Gesichtsfalten. Okay, die kann ich dann die Tiefe auswählen. Was? Mann, Mann, Mann. Und die einzelnen Körperdetails. Kopfgröße, Moment. Kann ich den irgendwie allgemein ein bisschen kleiner noch machen? Oberkörpergröße. Okay, nö, der soll schon ein paar Muckis haben. Unterkörper, Fußgröße, Statur. Größe hier. Noch ein bisschen kleiner. So klein, wie es nur irgendwie geht. Und das lasse ich auch hier so. Perfekt. Und jetzt nur nicht auf nach Zufall klicken, denn ansonsten habe ich ein großes Problem. Jetzt geht's erstmal weiter. Jo, klicke ich auf Weiter. Und nun kann man den Server wählen. Und es gibt mittlerweile eben 2 Millionen Spieler schon so viele Server, dass man danach suchen kann. Ich kann jetzt hier was eingeben. Und dann findet er mir extra spezielle Server. Ich werde mal kurz abchecken und dann weiterschauen. Ja, hallo, ich wollte nur fragen, auf welchem Server du bei Blade and Soul bist. Ja, Bambusdorf gibt's.
So, der gewählte Server heißt, eckige Klammer auf, DE, eckige Klammer zu, Leerzeichen, Bambusdorf. Für den habe ich mich entschieden. Es gibt mehrere DE-Server, man muss jetzt nicht unbedingt den nehmen. So, aber genau, auf dem werde ich auf jeden Fall unterwegs sein. Erstmal mit diesem Charakter. Jetzt ist die Frage, ich versuche es mal mit Schilling. Erstellung abschließen. Ein Charakter der Stufe 1 Klingentänzer Lin Mann Schilling erstellen. Bestätigen Y. Oh, fein. Freut mich, dass ich den Namen noch wählen konnte. Und genau, so sieht's aus im Schneckenhaus. Hier links hat man so einen Newsfeed, aktuelle Events und so. Kann man anklicken, dann öffnet sich so ein Fensterchen. Ich will noch zeigen, wie heftig umfangreich das Game im Prinzip ist. Nämlich, Beispiel, als Beispiel, Benutzeroberfläche. Es gibt einfach so verdammt viele Möglichkeiten, was man hier einstellen kann. Die Zeitzone wählt man aus, nach wie vielen Minuten man irgendwelche Benachrichtigungen erhalten soll. Statusinformationen, Effekte, wie groß die Symbole sein sollen, die Zahlen davon und alles. Kampfinformationen. Die Farbe von der Zielerfassung hier, ich kann das Fadenkreuz einfach mal auswählen, die Transparenz, also das Game ist echt heftig und vor allem, das will ich noch dazu sagen, verdammt, das habe ich am Anfang nicht erwähnt, zwei Dinge. Es ist ein PvP-fokussiertes Game, aber man kann dem PvP auch entkommen. Allerdings ist sehr viel eben drauf ausgelegt. Man kann dann irgendwie so eine spezielle Rüstung anziehen und dann jeden angreifen. Und es gibt Arena-Duelle und so weiter und so fort. Also es ist sehr auf PvP ausgelegt, man muss aber nicht unbedingt dran teilnehmen. So, und jetzt klicke ich mal auf Spielen. Nach einem 30 Sekunden Ladescreen, die sind relativ lange. Gibt es hier erstmal ein Intro. So, und ich muss sagen, dass ich dooferweise die Systemstimme ausgestellt habe und vielleicht würde da jetzt jemand labern. Illustrator. Und wenn nicht, dann labere eben ich jetzt Jung Tae Kim. Ansonsten kann man sich das Intro. Oh nö, der redet hier. Was zum? Ja, das wüsste ich auch gerne. Ah, direkt mit Credits sozusagen. Das ist mal nett gemacht. Art Director. Filmsequenzen. Und worauf steuert der hier zu? Sieht nicht ganz gesund aus, was dort auf ihn warten wird. Das ist echt mal nett gemacht. Muss man sagen. Normalerweise sowas wie Credits oder ein Intro in dieser Art. Der Projektmanager ist der Seong Wu Chou. Sowas in der Art gibt's ja kaum. Das bin ich. Das war mein Outfit. Das war der Firefox. Jo, so sieht's aus. Rettet er mich jetzt? Ach, deshalb das Feuer, weil ich brenne. Das hab ich entfacht. So wie es aussieht. Sorry übrigens, dass ich hier permanent reinquatsche, aber so ist eben mein Style. Genau, zwei Fraktionen irgendwie so. Ich weiß jetzt nicht, ob Hongmoon Clan eine von beiden Fraktionen ist, aber es gibt dann irgendwie zwei Fraktionen. Man zieht sich dann die Gewänder von einer Fraktion an und dann kann, wenn jemand von der anderen Fraktion auch so ein Gewand anhat, kann man überall, außer wahrscheinlich in Stadtgebieten, irgendwie so angegriffen werden. Das heißt, auch Open PvP existiert in irgendeiner Form, Art und Weise. So. Hey, hört ihr mich? Ja, nicht so ganz. Und so kam es dann zum Film The Life of Pi. Oder irgendwie so. Das himmlische Heiligtum ein Tag zuvor. Die Sonne steht schon am Himmel. Aufstehen! Sagt ihr das zu jedem oder nur, weil ich so klein bin? Oh, bin ich etwa eure Mutter? Na, ich hoffe mal nicht, denn ansonsten müsste ich mir da Sorgen machen. Warum bin ich so klein? Und was ist da los? Kapitel 1, erwachet. Da bin ich wach. Ego-Perspektive? Wo ist meine Uniform? Ach, das gefällt mir. Taste F. Man kann hier alles mit der Tastatur anscheinend machen. Y immer für Ja. N für Nein. Warum fragt ihr mich? Ihr müsst los. Benutzt die Tasten WASD, um eure Uniform zu holen. Ach. In der Tat? Jetzt geht's los mit sozusagen hier schon Fraktion wählen. Nur ganz kurz für den Stil meines Let's Plays. Ich werde die NPC-Stimmen ganz leise stellen jetzt hier und
Die lesen anscheinend echt alles vor. Aber so ein Let's Play möchte ich nicht machen. Also sorry, das tut mir leid, da würde jede Folge irgendwie eine Stunde gehen. Und die halbe Zeit davon würden die seinen PCs nur labern. So, da bin ich. Da bin ich, da bin ich. Es gibt keine Maus. Oh Mann, das ist ja heftig. Meine Lebensanzeige ist hier immer beim Charakter, weil der so klein ist. Sondern man hält Alt gedrückt, dann hat man die Maus. Und dann ist sie wieder weg. Ich habe so ein Fadenkreuz. Also ein bisschen so Terra-Style, nur glaube ich irgendwie noch actionreicher. Also, Uniform. Gönn mir mal. Hong Moon. Vielleicht ist das doch nicht diese Uniform. Ich habe noch nicht so viel Plan von dem Spiel, muss ich sagen. Uniform der Hong Moon erhalten. Kann aber sein, ich weiß es nicht. So, handeln, verkaufen, zerstören nicht möglich. Ist mir irgendwie klar. Aber genau, dann, was ich in der ersten Folge noch mache, das wird noch kurz erledigt. Bisschen das Interface durchgehen. Ich kann mir jetzt meinen Char gar nicht von vorne ansehen. Doch, Alt und dann rechte Maustaste. So sieht er aus, der Schilling. So, ich darf da nicht vergessen, vielleicht schneide ich den Server an den Anfang des Videos. Also, steht schon alles zur Verfügung vom Interface, sieht wohl so aus. Charakterinfo F2, Spieletrend, Schilling. Hm? Ach, der hat meinen NCSoft-Namen irgendwie so übernommen? Oder wie? Ist ja mal nett. DE Bambusdorf, Angriffskraft 5, Lebenspunkte hier. Ich kann sogar einen Screenshot von meinem Charakter hier direkt aufnehmen. Okay. Dann, was haben wir hier noch? Meine Infos. Gut, das sind jetzt meine Stats. Fraktion. Ah, in der Tat. Muss ich dann vielleicht später noch wählen. Klingentänzer Lin. Das sind die ganzen Stats. Verlies. Duelle. Da kann ich aber noch nicht beitreten. Das ist so irgendwie so Elo-mäßig. 1300, so ein Elo-Wert. Und man bekommt eben was dazu oder verliert was. Und je nachdem, wie stark der Gegner war. Natürlich, weil das ein Free-to-Play-Spiel ist, gibt es auch Premium. So, für Echtgeld, das war mein Inventar. Dann habe ich bei Kavas gesehen. Ja, genau, es gibt verdammt viele Skills im Talentbaum. Ich finde das schon fast ein bisschen zu umfangreich, muss ich sagen, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Also, da hat man hier so einen Skill. Taste X ist das jetzt oder Taste Z. Und da kann man bei jedem Skill irgendwelche Bäume wählen. Aber man, ja, es gibt allerdings, muss man sagen, hier den Daumen nach oben, da wird einem ein empfohlener Skillbaum vorgeschlagen. Aber ob das der beste ist, das ist die Frage aller Fragen. Clan, also Gilden gibt es hier, Drachensäule, Verlies ab Stufe 15, Weltkarte, Questlogbuch. Ist Level, Moment, nein, habe ich gerade keine Ahnung, Rang. Ja, also genau, das dürfte es mal gewesen sein für die erste Folge, würde ich sagen. Ich kann schon sogar Tiefenunschärfe hier. Ich kann sagen, dass Blade and Soul wohl eines der besten MMORPGs 2016 ist. Da kommen zwar bestimmt noch ein paar, aber Blade and Soul ist da ganz oben mit dabei. Und wenn man diesen Asia-Stil mag und actionreiche Kämpfe bevorzugt, dürfte man da definitiv mal ein Ründchen vorbeischauen. Okay, für jetzt bedanke ich fürs Zusehen. Schilling auf dem Server. Auf dem Server irgendwas mit H? Bambusdorf, fast mit H, genau. Auf dem DE-Server Bambusdorf, Spieletrend, Schilling, gerne adden und so weiter und so fort. Und dann würde ich sagen, geht's einfach beim nächsten Mal weiter. Oh, Spieletrend, oh.